Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima. Letztes Mal haben wir jedes Fragezeichen hier aufgedeckt. Also, wir haben ganz Tsushima befreit. Aber wir haben hier noch eine Hauptmission. Wir haben noch was mit unserem Onkel zu klären. Mal gucken, was da so abgehen wird. So, das markieren wir mal. Alten Übungsrepair. Oh Gott. Endet das in ein Sch Duell zwischen seinem Onkel und ihm? Weil ich habe, glaube ich, so eine Art Mini-Spoiler mir abgeholt, weil ich habe mir letztens die Trophäenliste wieder angeschaut und dann ist eine Trophäe, ja, bestreite alle Schwerkampfduelle und die Trophäe habe ich noch nicht, also wird es noch eins geben. Und da ich alles gemacht habe, sonst denke ich, ist das eine Art Mini-Spoiler für mich und jetzt auch für euch. Es tut mir leid. Zamura ist nicht hier. Ich warte am Dock auf ihn. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden sich bekloppen werden. Aber die Frage ist, ob sie es einfach nur so machen oder ob es ernst ist. Also, ob sie ernst kämpfen oder um die alten Zeiten willen. Ein Übungskampf quasi. Ich gehe auch davon aus, dass das die letzte Folge ist. Also, dass das Spiel hier nach endet. Jin. Onkel. Ich war nicht sicher, ob ihr kommt. Ich wollte mit euch reden. Arbeiten wir zusammen, können wir die übrigen Mongolen vertreiben, unsere Heimat wieder aufbauen. Das ist nicht eure Sache. Der Shogun hat den Sakai-Clan aufgelöst. Von heute an seid ihr nicht länger Samurai. Ich habe alles geopfert für mein Volk. Und ich würde es wieder tun. Neue Samurai kommen als Ersatz für die Verlorenen. Sie übernehmen Land und Anwesen. Ich muss meinem Heim Lebewohl sagen. Reitet mit mir. Okay. Das hört sich nicht gut an. Aber sie scheinen sich versöhnt zu haben, bloß dass Jin halt. Ja, das klingt schon ein bisschen nach Exil. Ihm wird sein Samurai-Titel aberkannt, ihm wird Haus und Hof weggenommen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Bleibt ihr, der Jitō von Tsushima? Ja, der Shogun bat mich, seine Krieger auf die Mongolen vorzubereiten. Gut. Sie geben erst auf, wenn sie ganz Japan erobert haben. In den Jahren, die mir noch bleiben, werde ich das zu verhindern suchen. Ich hatte gehofft, wir könnten das gemeinsam tun, als Vater und Sohn. Ihr könnt wieder heiraten, eine neue Familie gründen. Ja, das ist wohl wahr. Sieht aus, als brauchte er Hilfe. Ihr da, lasst uns helfen. Macht euch keine Umstände, meine Herren. Unsinn. Das schafft ihr nicht allein. Was denn? Ihr seid viel zu gütig. Der Schlamm ist dicker, als man meint. Ach so. Der Wagen ist schwer beladen. Wo wollt ihr hin? Yogaku, die Armee des Geistes ist dort oben. Er hat eine Armee? Nicht gehört? Sie segeln mit einem Sturm im Rücken Richtung Mongolensteppe. Dort brennen sie alles nieder. Äußerst beeindruckend. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ich hoffe, das hilft. Dann lasst euch nicht aufhalten.
Er weiß weder, dass Jin der Geist ist, noch dass das Fürst Shimura ist, okay? Danke, meine Herren. Yogaku ist weit von hier. Haltet euch vom Morast fern und den Mongolen. Werde ich. Ich weiß nicht, wovon er da redet. Nicht hier. Folgt mir. Okay. Passiert noch was Aufregendes? Ich habe keine Armee. Jeden Tag schließen sich mehr Menschen eurer Sache an. Der Shogun ist besorgt. Ich bin besorgt. Ihr habt nichts zu befürchten. Wenn die neuen Clans ankommen, wird das Volk ihren Samurai folgen oder sie im Namen des Geistes betrügen. Das lasse ich nicht zu. Sie hören auf mich. Habt euch mir widersetzt, Jin, mein vertrauenswürdigster Krieger. Ihr habt unser Volk gelehrt, seinen Anführern zu trotzen. Weshalb glaubt ihr, eure Anhänger würden euch gehorchen? Ich hab dir nur getrotzt, weil du Bullshit gemacht hast. Du hättest deine ganzen Soldaten geopfert. Kommt mit mir, Jin. Wie ihr wünscht. Der Friedhof meiner Familie. Die Ruhestätte von 7 Generationen von Sakai. Darunter eure Mutter. Und mein Vater. Wir müssen ihnen Ehre erweisen. Okay. Was passiert jetzt? Das wird mir fehlen. Mir auch. Der Shogun hat euch zum Verräter erklärt. Er befahl euch, mich zu töten. Der Geist ist gesetzlos. Er lehrte das Volk, den Anführern zu trotzen. Sich zu Wehr zu setzen. Mit Gift etwa? Ein Geschenk, das ihr dem Feind gab. Ich musste verhindern, dass unsere Leute sinnlos sterben. Ihr habt keine Ehre. Und ihr seid ihr Sklave. Ihr wart mein Sohn. Jetzt muss ich die Shimura-Linie ohne euch fortführen. Eine neue Familie gründen. Und mein Kopf ist der Preis. Ihn zu nehmen ist meine Strafe. Unser letzter gemeinsamer Tag. Wunderschön. Es ist Zeit. Was ist das? Schreibt die letzten Worte des Sakai-Clans. Und des Shimura-Clans. Das Duell findet aber nicht auf dem Friedhof seiner Familie statt, oder? Oh. Ah ne, er schreibt nur. Ich dachte, es geht los.
Okay, noch ein Heiko. Hände formten Welt. Schicksal trennt unsere Seelen. Erlöst uns der Tod? Eine Rückblende? Eure Eltern sind immer bei euch. Ja, Onkel. Ich lehre euch. Ihr werdet zum stärksten Krieger des Sakai-Clans. Ich nehme euch auf wie meinen Sohn. Bereit? Ich bin bereit. Echt auf dem Friedhof seiner Eltern. Ich bin gespannt, was Shimura drauf hat. Okay, der scheint aber viel Leben zu haben, aber es geht. Ja, passiv und blocken ist glaube ich, die richtige Taktik. Wenn ihr mich tötet, werden sie nur schlimmer. Lasst mich in Frieden gehen. Er ist ja der Aggressor hier. Oh. Alter, wie viel Damage macht der? Ihr wollt Rache für mein Versagen. Dies ist nicht meine Rache, es ist meine Strafe. Aber ich finde, wenn man passiv bleibt und ihn einfach pariert, kann man ihn sehr gut machen. Ja, okay, er haut halt manchmal diese unblockbaren Dinger raus, aber wenn man nicht so doof ist wie ich, dann kann man die eigentlich auch frühzeitig erkennen. Was? Ich hab doch geblockt. Lol. Also man muss ihn zugutehalten, dass er richtig fetten Schaden macht. Aber das kann man sehr gut machen. Ja, da kam wieder der Rote. So, das war's. Schon schade, dass einer von beiden sterben muss. Aber es sind halt beides Dickköpfe. Ehrt mich mit dem Tod eines Kriegers.
Bitte was? Ich habe die Wahl? Er wird mich hassen, wenn ich ihn verschone. Aber ich will ihn nicht töten. Lass ihn mal an Leben. Ich habe keine Ehre. Aber ich werde nicht meine Familie töten. Der Geist wird zeitlebens ein Gejagter sein. Ich weiß. Okay, das war's anscheinend. Kein Happy End. Sehr, sehr trauriges Ende. Ja. Machen wir mal ein Fazit zum Spiel. Das Spiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich es nicht so riesig erwartet habe. Also die Karte ist echt groß. Ich kenne mich mit Tsushima jetzt nicht so aus, ob die das 1:1 einfach übernommen haben. Aber das Spiel, es hat was. Also hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Also vor allem die Quests mit Ishikawa, Norio und so, die waren alle grundlegend verschieden. Das hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang des Spiels waren die Quests auch alle, auch hier diese normalen Nebenquests, alle grundlegend verschieden. Das hat mir sehr gut gefallen. Also es hat sich kaum was wiederholt. Bei der Größe des Spiels muss man das schon sehr lobend erwähnen, wie ich finde. Kampfsystem macht auch super viel Spaß. Diese epischen Schwerkampfduelle sind richtig cool, das waren so die Highlights des Spiels, wie ich finde. Die waren auch richtig cool gemacht. Und ja, das Einzige, was mich an den Spielen ein bisschen stört, ist, wenn man diese Fuchsbaus und so alle sammelt. Das wird schon ein bisschen langweilig nach einer Zeit, also es ist immer im Endeffekt dasselbe und so einen großen Impact hat das jetzt nicht, wenn man es macht. Es ist einfach nur für so 100% Spasten wie mich, die halt alles machen wollen. Und ja, es hat mir nicht so gefallen. Ebenso die Mongolenlager. So in unteren Tsushima war ich da noch voll gehypt drauf, immer ein Mongolenlager platt zu machen. Das ist aber mit der Zeit auch ein bisschen weniger geworden. Das Spiel ist fast ein bisschen zu groß, wie ich finde. Also, ja, ein bisschen weniger hätte es, glaube ich, gut getan. Das war nämlich so im letzten Teil von Tsushima, in Ogre in Tsushima. Es sah für mich so aus, als ob die Entwickler das Spiel fertig werden mussten. Und ja, das mittlere und untere Tsushima hatte halt wesentlich mehr zu bieten, wie ich finde. Also, in oberen, ja, pf, da gab es seine letzten Hauptquests und ich glaube ein oder zwei Nebenquests und das und halt diese Sammelaufgaben und das war's. Das hat für mich den Eindruck gemacht, als ob das Spiel fertig werden müsste, aber es ist definitiv eins der besten Spiele des Jahres.
ein würdiger Abschluss für die Konsolengeneration. Kommt zwar nicht ganz an The Witcher 3 dran. Das kommt kein Spiel. Und aber es ist trotzdem sehr, sehr gut. Also, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Könnt ihr ja mal gegebenenfalls in die Kommentare schreiben, wie ihr es so findet. Beziehungsweise mein RP dazu. Und ja, ich denke, es kommt nichts mehr. Deswegen, ja, Credits lasse ich wie immer laufen. Und ja, dann sehen wir uns beim neuen Projekt vielleicht. Bis dahin und ciao. Thank you.
Fürstin Masako hat alles verloren. Und jeden. Wenn sie weitermacht, kann ich das auch. Ich lebte fast die ganze Zeit unter diesen Bannern. Die Zwillingsberge des Sakai-Clans. Meine Familie wird nicht in Vergessenheit geraten. Die habe ich mit Yuriko für meine Mutter gepflückt. Dass er sie all die Jahre aufbewahrt hat. Fast mein ganzes Leben träumte ich, euer Sohn zu sein. Jin, mir gefällt dein neues Zuhause. Passt zu dir. Es muss genügen, nun da der Sakai-Clan fort ist. Und ich als Verräter gelte. Ich weiß von deinem Onkel. Wird er uns suchen? Ich glaube nicht. Doch früher oder später wird das jemand tun. Was zählt, ist, dass du lebst. Du hast Khotun Khan besiegt und den Mongolen den Anführer genommen. Das Festland ist sicher. Aber unsere Heimat nicht. Die Truppen des Khan sitzen hier fest. Und wollen die Insel mehr denn je erobern. Dann sollten wir weiterkämpfen. Aber vergiss nicht. Tsushima braucht dich. Das vergesse ich nie. Gut. Wir teilen uns auf, so erreichen wir mehr. Greifen die Mongolen von allen Seiten an. Retten unsere Heimat. Leb wohl, Jin. Und pass auf dich auf. Das werde ich. Du auch, Yuna. Ich dachte, man braucht nur ein Pferd, einen Bogen und ein Katana.